Musiker aus dem gesamten Gazastreifen haben gemeinsam dieses Video aufgenommen. Das war vor einigen Jahren. Sie wollten der Welt die Probleme, aber auch die Schönheit von Gaza-Stadt zeigen. Und so sieht es heute aus. Ein ohnehin schwieriges Leben ist unerträglich geworden. Rapper Ayman Mohammis und seine Familie mussten vor 6 Monaten aus ihrem Haus in Gaza-Stadt fliehen. Sie leben jetzt hier in Rafah. Du kannst nicht zur Ruhe kommen, denn der Krieg geht weiter. Die Bombardierung geht weiter. Drohnen sind über uns und die Marine ist auf dem Meer. Es ist hart. So wie früher wird es nicht mehr sein. Ayman rappte über die Strapazen des Aufwachsens in Gaza, das seit 2007 von der militanten Gruppe Hamas regiert wird, die im Westen als Terrororganisation gilt. Die Grenzen des Gazastreifens bleiben abgeriegelt, größtenteils von Israel und teilweise von Ägypten. Die daraus resultierende Isolation hat jungen Menschen bereits vor dem Krieg das Leben schwer gemacht. Heute ist es jedoch noch schlimmer. Du hast keinen Ort, an dem du dich auch nur 1% sicher fühlen könntest. Du hast ständig Angst um dein Leben, um deine Familie, um deine Kinder. Du weißt nicht, wie du sie beschützen kannst, dass sie in Sicherheit sind. Die Situation ist sehr beängstigend jetzt im Krieg. Der Gazastreifen, von dem ich träume, ist der Gazastreifen, in dem meine Kinder eine Zukunft haben. Und an diesem Traum hat er gebaut. Doch ein Teil davon liegt jetzt in Trümmern. Ein Musikzentrum in Gazastadt, das er für junge Palästinenser eingerichtet hatte. Jetzt versucht Ayman, den Kindern hier Halt zu geben. Bislang wollte er immer in Gaza bleiben, aber das hat sich geändert. Wenn eine Bombe in der Nähe einschlägt oder es zu einem Angriff kommt, sehe ich die Angst und das Entsetzen in den Augen der Kinder und das Weinen. Nein, meine Kinder haben Seelen und diese Seelen sind wichtiger als jede andere Sache. Die meisten Bewohner des Gazastreifens können nicht ausreisen. Eine Überfahrt nach Ägypten kostet Geld, das die wenigsten haben. Ayman versucht, über Crowdfunding das nötige Geld aufzubringen, um seine Familie in Sicherheit bringen zu können. Gaza ist komplett zerstört. Damit Gaza wieder atmen kann, bräuchten wir mindestens 5 bis 10 Jahre. Bis heute liegen Menschen unter den Trümmern, verweste Körper unter all dem Schutt, den zerbombten Gebäuden. Es ist schwer vorstellbar, mit diesem Wissen dort zu leben. Im Moment, sagt Ayman, gehe es nur darum, den Tag zu überstehen.